Moin Leute, Trimax hier. Heute möchte ich euch die Quickdrop-Methode vorstellen. Das ist eine Technik, die meiner Meinung nach einen Durchschnittsspieler von einem guten bis sehr guten Spieler unterscheidet. Bei dieser Technik solltet ihr beide Hände zum Spielen verwenden. Eine Hand wählt unten die Karten aus und die andere Hand platziert diese Truppen. Bevor ihr eure Truppen setzt, wählt ihr unten die Karte aus, die ihr als erstes setzen wollt. Kommt der Gegner dann anschließend in eure Hälfte, könnt ihr die einfach nur aufs Feld tippen, die Karte einsetzen und euch direkt auf die nächste Karte konzentrieren. Hat man diese Technik einmal verstanden, kann man diese in unglaublich vielen Variationen ausführen. Hier jetzt einmal gegen den Funky und den Riesen. Ich setze zuerst die Skeletons ein, mit einem Quickdrop dahinter die Kobolde. Und jetzt kann ich hier so einen großen Push von dem Gegner, einen Riese und einen Funky, einfach nur mit Skeletons und Kobolden aufhalten. Auch der Hawk Offroad Jump klappt wunderbar mit der Quickdrop-Methode. Da hatte ich ja auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ich wähle den Schweinereiter aus, setze instant die Kobolde, also fast zeitgleich kommen diese Truppen an. Der Schweinereiter springt über die Brücke, greift nicht die Kanone an und greift stattdessen den Turm an. Falls ihr noch mehr effektive Quickdrop-Beispiele sehen wollt, dann könnt ihr meine Beschreibung gucken, da werde ich ein paar Videos verlinken, wo die Quickdrop-Methode vorausgesetzt wird. Falls ihr etwas in diesem Video gelernt habt, würde ich mich über einen Kommentar und eine positive Bewertung freuen.